Hello Party People, heute mal ungeschminkt, weil ich übertrieben Heuschnupfen heute habe. Ich hatte eigentlich für diese Woche schon ein gesamtes Video gefilmt und zwar einen Vlog, aber irgendwie hat mir der nicht gefallen. Und vielleicht lade ich den als zusätzliches Video am Sonntag hoch, aber ich dachte mir so, Isabel, wir brauchen für Donnerstag irgendwas, was die Leute mehr anspricht, was irgendwie cooler ist, was interessanter ist. Und da habe ich mal so ein bisschen durch meine Content-Ideen gestöbert, die ich ja immer so in Notion notiere. Und mir ist aufgefallen, es wäre mal richtig cool, wenn ich mal auf alte Videos von mir reagiere, ich kann kein Deutsch, wo ich quasi damals so erzählt habe, was ich in der Selbstständigkeit schon gelernt habe, wo ich gerade so in der Selbstständigkeit stehe und quasi mal jetzt nochmal drauf gucken, irgendwie 1,5 Jahre später und mal schauen, was sich so geändert hat, was ich vielleicht mittlerweile anders sehe und einfach mal so ein bisschen gucken, okay, wie verändert man sich eigentlich in der Selbstständigkeit? Also wir machen heute mal so eine kleine Reaction-Runde auf meine alten Videos und gucken uns einfach mal an, was sich da so bei mir getan hat. So, ich habe hier mal ein bisschen zurückgescrollt und ich würde sagen, wir fangen einfach mal, ich hatte hier gerade so ein Video, mit dem Video an. Selbstzweifel beim Selbstständigmachen. Oh, da sehe ich ja Selbstständigmachen. richtig anders Ich aus. finde, man hört an allen Halleluja. Gesprächen immer wieder. Das Video habe ich am 14.03.21 hochgeladen und ich glaube, ich hatte mein erstes Coaching überhaupt mit einem Kunden, von der quasi von meinem YouTube-Kanal kam, erst später. Also ich glaube, das war noch so eine Zeit, wo ich nicht mal wirklich Freelance-Aufträge hatte. Also das war noch so eine Zeit, wo ich, glaube ich, gefühlt 0 € verdient habe. Also ich bin mal gespannt, was ich da so erzähle. Falls du neu auf diesen Kanal gestoßen bist, erstmal aber ein kurzes Hi. Ich bin Isabel. In der Regel gibt es auf diesem Kanal regelmäßig coole Social-Media-Tipps. Ich zeige dir aber. Ich war da irgendwie noch so richtig unlocker. Ich war da noch so, oh Gott, ich muss das alles richtig professionell machen und muss das so machen, wie das alle da draußen machen. Das weiß ich noch, dass ich immer so richtig dachte, ich muss das jetzt gut machen und ich muss professionell wirken. Und heutzutage bin ich so, mein Leute, bin ungeschminkt, ciao, los geht's. Ich kann auf jeden Fall als kleiner Spoiler am Anfang schon mal sagen, meine Selbstständigkeit läuft auch nach knapp einem Dreivierteljahr noch sehr schleppend. Ich kann definitiv noch nicht davon leben, ohne an mein Erspartes zu gehen. Das ist aber gar nicht schlimm. Ich glaube, ich weiß noch, dass ich mir im gesamten Q1 2021, ich habe mir damals immer 40% von meinen Einnahmen ausgezahlt und ich glaube, das waren 96 €, die ich im gesamten Quartal, ersten Quartal von 21 verdient habe. Und das war ja so genau in der Zeit. Also es lief Wird schon wirklich noch alles sehr laufen. Man schleppend. muss jetzt auch nochmal positiv bleiben und langfristig, Schön zu sehen, wie positiv ich dennoch war. glaube ich, auch so ein bisschen schauen. Heute möchte ich aber trotzdem mit dir mal darüber reden, was eigentlich so alles hinter den Kulissen abgeht, was man von kaum einem Selbstständigen mitbekommt und was da Ich eigentlich. verlinke dir auf jeden Fall die alten Videos nochmal in der Infobox, falls du dir die nochmal ganz angucken willst, dann, weil ich hier definitiv nur so kleine Snippets irgendwie zeigen werde. Schon mal mit dem Gedanken gespielt hat, sich selbstständig zu machen oder der auch schon selbstständig ist, auf jeden Fall zustimmen wird, ist das Geld. Gerade zu Beginn macht man sich unglaublich viele Sorgen darüber, ob das Geld dann eigentlich reicht, ob man schnell genug Aufträge finden wird. Bei mir zum Beispiel ist es so, ich habe mir locker jede zweite Woche darüber Gedanken gemacht, wie ich denn jetzt weitergehen möchte, ob ich mir doch wieder einen Teilzeitjob erstmal suche, einen Vollzeitjob, weil ich nicht mehr über die Runden komme und also. Oh, das habe ich schon voll vergessen, wie oft ich irgendwie abends da saß und so dachte, oh Mist, musst du dir doch wieder einen Teilzeitjob suchen? Ich hatte dann zwischendurch noch einen Minijob. Oder suchst du dir doch wieder einen Vollzeitjob und machst das erstmal nur nebenbei? Boah, das war so ein Struggle am Anfang. Und all sowas. Ich habe mir jetzt erstmal einen Minijob gesucht, muss sagen, dass ich immer noch trotzdem meiner Spartes zum Teil nehmen muss. Ich weiß aber, dass ich langfristige Ziele habe und versuche einfach, die nicht aus dem Blick zu verlieren und denke mir immer, ich muss jetzt dieses kurze Stück dazwischen überbrücken, wo ich weiß, dass momentan wenig bis kaum was reinkommt, aber dafür kann ich mir halt langfristig was aufbauen. Hätte ich das nicht gehabt und diese Vision, dass ich weiß, okay, ich weiß, wenn ich erstmal Kurse habe, Produkte, Coachings, was auch immer ich mir damals gedacht habe, wenn ich weiß, dass das steht und mein YouTube-Kanal läuft, der hat da schon angefangen, relativ gut zu laufen und das wird immer so weitergehen, dann bin ich irgendwann an dem Punkt, wo ich hin will. Und ich glaube, super vielen Leuten da draußen fehlt dieses langfristige Denken, dass sie wirklich wissen, okay, ich muss jetzt investieren und ja, die Zeit ist gerade richtig kacke. Aber ich habe ein Ziel und da will ich hin und das schaffe ich nicht, ohne dieses Risiko gerade einzugehen oder einfach mal diese Durststrecke quasi zu überleben. Und das Mindset war, glaube ich, echt Gold wert von Anfang an, dass ich das hatte. Sind diese ständigen Ängste und Zweifel, die man irgendwie hat, wenn es um das Thema Finanzamt, Steuern, alles Rechtliche geht und man einfach ständig Angst hat, man macht irgendwas falsch, man hat
sich vergessen, über irgendwas zu informieren, auch so Sachen Versicherung, welche Versicherung braucht. Das war am Anfang meiner Selbstständigkeit echt so ein Riesending. Ich spreche auch ja darüber, Ängste und Zweifel und so weiter. Und gerade alles, was so mit dem Thema Finanzamt, Steuern und so, ich hatte wirklich Panik. Ich war nicht so, oh ja, muss man irgendwie bedenken und muss man alles richtig machen. Ich hatte wirklich Panik. Wirklich, wenn ich einen Brief vom Finanzamt bekommen habe, bevor ich den aufgemacht habe, war mein Herz schon so, oh mein Gott, und ich habe mir das Worst-Case-Szenario ausgemalt. Und wenn dann irgendwie mal irgendwas falsch lief, dachte ich sofort, oh, also ich konnte nicht mal mir quasi überlegen, okay, das Worst-Case-Szenario werde ich, muss einfach nur Geld zahlen, sondern mein Kopf hat da so völlig ausgeschaltet und ich war einfach so Panik, wirklich, das war so Stress-Panik-Modus. Und das ist so Gold wert, dass ich das mittlerweile, da habe ich wirklich richtig aktiv dran gearbeitet und mir jedes Mal gesagt, Isabel, es geht nur um Geld, es geht nie um dein Leben, es geht nur um Geld. Egal welches Geld, falls du mal irgendwas machst, das wird schon irgendwie alles passen. Und mittlerweile bin ich einfach so, gerade ist zum Beispiel auch irgendwie was, ich habe gerade die Steuerberatung gewechselt und irgendwie fehlte da was bei meiner Steuererklärung von 2020 und dann habe ich einen Brief bekommen und ich hatte keine Panik mehr und ich war einfach so, ja gut, rufe ich halt mal bei meiner Steuerberaterin an, kläre das, dann habe ich nochmal beim Finanzamt angerufen und da dachte ich so, wow Isabel, du hast Fortschritte gemacht und das ist echt, also ich glaube, es ist völlig normal, dass man da am Anfang so Panik vor hat, weil man einfach, gerade ich zum Beispiel kam aus einem Umfeld, wo niemand sonst irgendwie selbstständig war oder ich bin nicht damit aufgewachsen mit dem Thema Selbstständigkeit, sondern für mich war das so ein komplett neues Ding, wo ich irgendwie so komplett alleine durch musste. Und da hatte ich am Anfang richtig Panik. Ich kann nur empfehlen, es hilft, sich von Anfang an da wirklich Hilfe zu suchen. Such dir eine richtig gute Steuerberatung, wo du dich auch wirklich wohlfühlst. Gib das Geld möglichst früh aus. Es lohnt sich wirklich. Und lass dich da beraten. Hol dir einen Kurs von irgendwem, der da Tipps gibt. Oder geh in irgendeine Community oder sonst was. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Ich war wirklich da saß und so dachte, wie zur Hölle soll ich das jemals schaffen? Ich habe zum Beispiel... Bei mir war auch ganz oft... Das Thema völlige Überwältigung, so ein Ding. Also ich saß manchmal da und dachte so, boah, das ist so viel. Gerade so, als der Übergang von Kleingewerbe auf normales Gewerbe war, habe ich mir da so einen Kopf drum gemacht, obwohl das eigentlich gar kein Ding ist. Ich musste irgendwie so ein Zweizeiler ans Finanzamt schreiben, einmal, hallo, ich wechsle jetzt in die Regelbesteuerung. Ein paar Sachen irgendwie, klar, muss man dann irgendwie Umsatzsteuer ausweisen und so weiter, aber das war überhaupt nicht so viel, wie ich mir in meinem Kopf ausgemalt habe. Und ich war echt richtig gut da drin, mir so Berge von Überwältigungen auszumalen, die es aber eigentlich nur in meiner Fantasie gab. Ich kann auch, glaube ich, gar nicht in Worte fassen, wie oft man eigentlich an sich selbst zweifelt während dieser ganzen Geschichte. Man muss ja irgendwie als Selbstständiger entweder ein Produkt von sich verkaufen oder seine Leistungen verkaufen und wie oft man da überlegt, bin ich da wirklich gut genug, kann ich das überhaupt? Das ist auch so ein krasses Thema. Voll spannend, mal wieder so ein Video von mir zu gucken und mal zu sehen, wie ich so damals war. Ich hätte vor der Selbstständigkeit niemals gedacht, dass ich Probleme mit meinem Selbstwert habe. Und die Selbstständigkeit, Halleluja, was ist das für eine Reise der Persönlichkeitsentwicklung? Ich habe festgestellt, ich habe die krassesten Probleme mit meinem Selbstwert gehabt und so viel aufgearbeitet. Gerade so, wenn es darum geht, okay, für deine Leistung wirklich Geld zu nehmen oder dafür einzustehen, was du machst und zu sagen, hey, das, was ich mache, das darf bezahlt werden von Kunden, weil ich den Kunden damit auch Mehrwert liefere und ich bringe den Leuten ja wirklich was bei. Boah, war das eine Reise. Also das hat echt gedauert. Ich würde auch nicht sagen, dass ich da an dem Punkt bin, wo ich so denke, wow, ich strotze vor dem krassesten Selbstwert und das ist immer alles tipptopp. Das ist eine Reise. Aber im Vergleich zu dem, wo ich vor einem Jahr war, oder das ist jetzt ja schon aus dem März, jetzt haben wir Juni, also vor über einem Jahr, wow, was ich für Fortschritte da gemacht habe. Also ich muss auch echt sagen, das ist so ein Thema, worauf ich wirklich stolz bin. So die Entwicklung, die ich als Person und halt auch als Businessperson, also sowohl privat als auch businesstechnisch im letzten Jahr gemacht habe, hat sich einiges getan. Mein Akku ist gerade alle gegangen von der Kamera, den musste ich kurz wechseln. Also falls die Perspektive minimal anders ist, sorry. Ich habe aber gerade erzählt, dass ich noch genau weiß, dass ich damals wirklich um jeden Freelance-Auftrag gebuhlt habe. Ich war in sonst wie vielen Facebook-Gruppen und habe so richtig verzweifelt versucht, erste Kunden zu bekommen. Und ich weiß noch ganz genau, dass meine innere Stimme immer so gesagt hat, nee, konzentrier dich auf dein eigenes Ding, mach dein eigenes Ding. Aber ich war so geldfokussiert, was auch voll verständlich ist, weil du natürlich im ersten Moment erstmal deine Miete bezahlen musst und sowas und hatte halt auch wirklich noch nicht das Selbstbewusstsein zu sagen, hey, das, was ich da jetzt gerade kreiere, ist voll der Shit und das wird auf jeden Fall geil. Von daher war das irgendwie noch so eine richtige Struggle-Zeit, wo ich so, das war einfach echt nervig und ich bin so froh,
dass ich auf keine Freelance-Aufträge mehr angewiesen bin. So, wenn ich mal Bock habe, was für irgendwen zu machen, zum Beispiel für eine Kundin, die bei mir im Monatscoaching war, mache ich jetzt gerade Videoschnitt für ihren YouTube-Kanal, einfach weil ich Bock drauf habe und es gerade zeitlich passt. Aber es ist überhaupt nicht so, dass ich denke, oh Gott, ich brauche das Geld auf jeden Fall und wenn die das ablehnt, dann komme ich nicht über die Runden und so. So war das halt damals wirklich. Von daher krass, was man so in einem Jahr für Fortschritte machen kann. Was natürlich auch noch dazu kommt, wenn man selbstständig ist, man muss sich wirklich jeden Tag selbst motivieren. Wenn du jeden Tag aufstehst, musst du dir sagen, hey, ich bleibe jetzt nicht im Bett liegen, ich muss jetzt an meinem Ding arbeiten, ich selbst bin. Ich sage das zwar in dem Video so, als würde mir das mega schwerfallen, ich weiß aber, dass es schon immer so war, dass ich einfach sau gerne an dem gearbeitet habe, worauf ich Bock hatte. Das heißt, ich hatte nie dieses, ich bin der krasseste Hardcore-Prokrastinierer und ich mache gar nichts den ganzen Tag. Natürlich hat man so Phasen, wo man irgendwie super faul ist und demotiviert, weil irgendwie die Freelance-Aufträge alle nicht reintrudeln und was. Aber ich weiß noch, dass mich meine Leidenschaft gerade für YouTube immer so angetrieben hat und ich da einfach so richtig Bock drauf hatte und das super gern gemacht habe. Gab immer so Phasen, ich glaube, das ist auch normal in der Selbstständigkeit, dass das mittlerweile so Phasen sind, Phasen, wo es richtig gut läuft. Gerade zum Beispiel ist irgendwie meine Membership gelauncht, ich mache wieder mehr YouTube-Content und ich bin gerade so richtig happy und habe das Gefühl, ich bin so, wow, voll im Flow. Es wird aber auch sicherlich wieder Zeit geben, wo ich so denke, oh, ich habe gerade irgendwie keinen Bock und so einen Durchhänger. Und ich glaube, das ist auch so ein krasses Learning, dass man halt nicht mehr so steady wie im normalen Arbeitsleben irgendwie unterwegs ist, sondern dass alles so ein bisschen phasenhafter und mehr im Zyklus vielleicht auch ist. Was vielleicht auch sehr, sehr gut ist, wenn man nach dem eigenen Zyklus ein bisschen mehr leben kann als Frau. Ich gucke jetzt nochmal, was ich hier noch in so ein paar anderen Videos gelabert habe. Ich glaube, ich habe hier noch das ein oder andere Video zur, das ist doch auch mal spannend, meine Arbeitswoche als Selbstständige, was habe ich denn da so den ganzen lieben langen Tag gemacht? Ich habe echt gar keinen Plan mehr, was ich damals für Content irgendwie, was ich da so erzählt habe. Guten Morgen, liebe Leute, heute ist Montagmorgen und ich habe, beziehungsweise, ja, es ist noch 10.50 Uhr, das ist noch morgens. Ich habe voll vergessen, dass ich heute wieder mal einen Wochenvlog starten wollte und dich einfach mal eine Woche wieder mitnehmen wollte, was ich so alles arbeitstechnisch mache. Schaffe, wie auch immer, einfach nur Aufgaben vor mich herschiebe, auf die ich gar keinen Bock habe. Und deswegen dachte ich mir so, nee, komm, du startest den Montag jetzt mal so richtig vorbildlich. Ich habe gerade mit mir selbst einfach zur gleichen Zeit das gleiche Wort gesagt. Wie creepy ist das denn? Ich mache meine Buchhaltung mit LexOffice. Keine Werbung, kann ich aber nur empfehlen für jeden Anfänger, der da irgendwie gar keinen Plan von hat. Und musste mich da dringend mal der ersten Rechnungsstellung widmen. Ich habe ja LexOffice hat mich am Anfang echt gerettet. Mittlerweile habe ich das jetzt gerade an meine Steuerberatung alles abgegeben und die machen das ab jetzt, aber am Anfang war das echt Gold wert, dieses Tool zu haben. Letztes Jahr von meinem Kleingewerbe quasi umgestellt, dass ich jetzt zur Regelbesteuerung gewechselt habe. Das heißt, ich weise jetzt auch Umsatzsteuer in meinen Rechnungen aus. Das war diese erste Rechnung, die ich geschrieben habe, über 200 irgendwas Euro, wovon ich mir dann im ersten Quartal 96 Euro Gehalt auszahlen konnte. Heftet. Werde jetzt auch nochmal, ich habe ganze zwei Ausgaben schon in dem ersten Quartal hier, die Business-Ausgaben sind, die habe ich aber auch. Ich habe in dem ganzen ersten Quartal zwei Business-Ausgaben gehabt. Mittlerweile habe ich pro Monat sonst wie viele. Ich habe ja letzte Woche ein Video darüber gemacht, für welche Tools ich eigentlich aktuell Geld bezahle, also wofür es sich meiner Meinung nach wirklich lohnt, Geld auszugeben in der Selbstständigkeit, verlinke ich dir sonst mal hier oben. Und es ist definitiv mehr als zwei Business-Ausgaben pro Quartal. Aber es kommt halt auch mehr Geld rein als eine Rechnung pro Quartal. Okay, ich glaube, ich könnte mir jetzt hier noch stundenlang angucken, weil ich das gerade übelst spannend finde, wie ich mich so weiterentwickelt habe, aber wir machen hier, glaube ich, mal einen Cut. Wenn du noch mehr solcher Videos sehen willst, wo ich auf alten Content reagiere oder auch mal wieder Wochenvlogs mache, ist vielleicht sogar spannender als mal nur so ein Tag. Schreib mir das super gerne in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Schreib mir auch gerne in die Kommentare, wo du gerade so in der Selbstständigkeit stehst oder ob du dich vielleicht in manchen Sachen wiedergefunden hast oder wiedererkannt hast, ähnliche Wachstumsschritte gemacht hast. Alles in die Kommentare. Falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, das auch gerne tun. Hier an der Seite findest du jetzt noch ein weiteres Video von mir und ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder und bis dahin, ciao!